Schönen guten Morgen zusammen. So, unterwegs, ganz früh in der Früh, Sonnenaufgang in der Aue. Und ich werde mal dem Hinweis vom Werner nachgehen, der den Klaus wohl informiert hat, dass der Kauz wieder bei mir hier um die Ecke ansitzt oder sitzt auf seinem Lieblingsplatz. Gestern Abend war er schon hier, da saß er nicht dort. Und ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ich ihn in der Frühe sehe, wenn die Sonne um den Baum kommt und er sich da sonnen kann morgens früh. Wahrscheinlich zum Aufwärmen oder so. Ja, was gibt's noch? Nix. Ich habe meine GoPro mitgenommen, aber leider ohne Stativ, ohne alles. Also das heißt, heute gibt's alles aus der Hand, das Material. Aber ich hoffe, dass ich nicht so viel schnacke, sondern euch den Vogel zeigen kann. Bis später. Endlich sehe ich ihn in der Natur. Ich baue jetzt mal Stativ auf. Ich hoffe, ihr konntet den auch auf dem Video erkennen. Ansonsten zeige ich euch jetzt Bilder. Mein Gott, zitter ich. Ich bin jetzt aufgeregt. Ich baue mal auf. Bis später. Ja, und für die, die ein bisschen was zur Fotografie wissen wollen, ich bin natürlich mit dem 200, 500 unterwegs, was aus der Reparatur zurück ist. Und ich bin jetzt mal ganz mutig. Kann man das erkennen? Der Ton ist jetzt wieder komisch. Fotografiere mit einer Achtelsekunde Belichtungszeit und 5/6 Offenblende, mehr kann ich nicht. Wobei ich noch das 200er dabei hätte und könnte mit 2,8, aber ich denke mal, der hält so still, da sollte das ein oder andere scharfe Foto bei entstehen bei ISO 100. So, ich mache mal weiter. Er sitzt noch schön da, schön brav. Dass hier hinter mir die Sonne hinter den Bäumen hervorlugt, ja, und dann die besseren Fotos entstehen, wo er so ein bisschen Sonne abkriegt. Bisher ist es ja ziemlich, man sieht mich nicht mehr, jetzt aber ziemlich langweilig vom Bild her, aber trotzdem wunderschön, ihn zu beobachten. Ich habe das Gefühl, ich habe kein knackescharfes Bild auf dem Monitor. Ja, ich variiere mal ein bisschen zwischen manuell und Autofokus. Und dann schaue ich doch mal zu Hause, ob da irgendwas Scharfes dabei ist. Ich habe das Gefühl, der stellt so scharf, dass nur die Brust von dem Tier
scharf ist, aber nicht die Augen. Und ich krieg das nicht manuell genauso fokussiert auf die Augen, wie ich das gerne hätte. Oder ich bin... Oder das Objektiv nochmal einschicken? Ich weiß es nicht. So, und jetzt bin ich mal ganz frech. Ich habe mal einfach die Blende ein bisschen zugemacht. Blende 8. Ich glaube sogar einmal Blende 9. ISO hoch. Eine 30. Das sieht irgendwie schärfer aus. Jo, weiß nicht, ob man das machen kann. Ich meine, die Eule, die sitzt ja auch ziemlich still dort, ne? Das kleine Käuzchen. Guckt immer wieder mal. Schon spannend, das Tier zu beobachten. Diese Ruhe. Ja, was soll ich sagen? Weg ist er, der Kauz. Jetzt hat sich da noch ein Buntspecht und ein Baumläufer und jede Menge andere Vögel danach rumgetrieben. Wir haben geguckt, ob er weg ist. Hatte ich das Gefühl, der war weg und dann kamen alle anderen Vögel. Nun ja, ich gehe, glaube ich.
Ich hoffe, dieses kurze Video wahrscheinlich hat euch gefallen. Immerhin, ich habe das Kreuzchen, auch wenn es mit Hilfe war, vom lieben Klaus und vom Werner. Aber ist ja toll, dass man sich so miteinander unterhält und ja, dann weiß, dass um die Ecke, wo man wohnt, auch ein Kauz zugegen ist. Ja, ich habe ihn ja immer gesucht und nie alleine gefunden, warum auch immer. Bis denn, macht's gut. Tschüss.